Guck mal, Amir, ich bin hier, um für die Sunniten zu reden und noch nicht mal für die Aleviten oder so. Und dann werde ich so runtergemacht von den Sunniten. Dann löst das was? Was löst das in mir aus, sag ich dir ganz ehrlich? Kein Wut oder kein Hass, sondern irgendwo so ein bisschen Verdummung, Volksverdummung. Nee, Volksverdummung. Abneigung. Ja, Abneigung habe ich dann auch gegenüber, aber kein Hass. Kein Hass, weil Hass bringt uns alle nicht weiter, Bruder. Das weißt du auch. Ja, sehr gut. Ja. Ja. Ich finde, Amir, ich finde einfach, dass du vielleicht so, weil ich ja gerade über das menschliche Update gesagt habe, einfach vielleicht mal diese genau aus dem Grund ein bisschen dem Muslimen ein bisschen entgegenkommst, den sunnischen Muslimen vor allem, ein bisschen entgegenkommst und nicht direkt so, du weißt, du bist in der Sache sehr stark, sehr belesen, dass du nicht so krass entgegenkommst, so dass sie dann abhauen und sagen, nee, komm, der ist einer, der beleidigt nur, ich gehe jetzt weg. Weil du hast doch ein bisschen mehr Qualität, du hast mehr Qualität in dir, wo du noch ein bisschen noch an dir arbeitest, wo man sagen kann, okay, dem möchte ich jetzt auch zuhören und mit dem kann man auch dann debattieren, weißt du? Das wünsche ich mir für dich. Du bist ja auch, ja. Du bist auch ein Vorbild für manche Leute, Amir, das weißt du ja. Guck mal, wenn du jetzt so scharf schießt, denkt er sich andere, okay, dann mache ich das genau wie Amir, ich schieße scharf. Und wo führt das dann am Ende hin, Bremen? Das führt nicht wohl. Ja. Ich sag ja selber zu den Leuten, ihr sollt mich nicht Vorbild nehmen, sozusagen. Ihr sollt aber das, was ich euch sage und euch als Information mitgebe, selber einsetzen in euren Diskussionen. Ihr müsst das nicht auf meine Art machen. Sage ich immer und immer wieder. Ja. Das ist der Unterschied. Verstehst du? Ich achte schon darauf, dass ich manchmal sehr emotional bin. Ja. Das ist keine Frage. Wir Orientalisten sind alle sehr, sehr emotional. Ja. Das ist halt in uns. Amir, guck mal, für uns ist der Prophet ein Prophet und für dich ist er dann halt kein Prophet. Und da musst du in diesem Punkt einfach neue Ansätze finden, Amir. Weil, guck mal, das tut mir wirklich dann für dich auch leid, wenn du die ganze Zeit hier nur Hasstiraden bekommst und keine richtigen Antworten bekommst. Es ist egal, was du sagst. Selbst mit Engelzungen könntest du reden. Die würden dich anmachen. Verstehst du? Jetzt vor kurzem habe ich gesehen, dass ein normaler, ich weiß nicht, ob das ein Bruder war, aber so ein Christ, der das Wort Gottes einfach so auf der Straße am Verkündigen war, da kommt ein Muslim zu ihm und schreit die ganze Zeit in sein Dings, in sein Mikrofon, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und dann auf einmal sagt er, halt die Schnauze, und dann zieht er so ein Messer und will ihn abstechen. Wahnsinn, ne? Echt jetzt? Ja, natürlich. Ach du meine Güte. Und dann kam die Polizei und hat den aufgehalten sofort, weil der Herr Jesus Christus sofort seine Diener beschützt, ne? Ja, ich bin aus Dersim, mein Freund, aus Dersim. Da hat einer gefragt, wo ich herkomme. Nee, wie gesagt, Amir, du hast sehr viel Potenzial in dieser Sache, nur du musst da halt, wie gesagt, ein bisschen zurückhalten. Egal, was du da siehst, Amir. Guck mal, du musst doch mal selbst überlegen. Du hast doch selber gesagt, das wird bis zum Ende des Tages so weitergehen. Also, da musst du doch selber wissen, hey, okay, wenn ich das jetzt so weitermache, dann wirst du doch selber müde irgendwann, Bruder. Wirst du nicht müde durch diese ganzen. Bei mir gibt es keine Ermüdung. Wir machen jeden Tag weiter. Jeden Tag werden wir über die Bestandteile reden. Jeden Tag wird der Herr Jesus Christus als der Herr und Gott verkündigt und richtig gestellt, klargestellt, was der Islam eigentlich für Lügen verbreitet über die Bibel. Ganz einfach. Der Islam ist eigentlich eine Verschwörungstheorie gegenüber der Bibel. Der Koran hat sich verschworen gegen die Bibel und gegen den Gott der Bibel. Ja, unglaublich einfach, ey. So ist das. Eigentlich müsste jeder Christ sofort seinen Mund aufmachen und sagen, ey, das, was der Koran da über uns und die Bibel verbreitet, ist eine Lüge, Mann. Das ist eine Verschwörung, das ist eine Hetzschrift. Emira, du sagst, Füßchen, du sollst dich etwas schämen. Für was? Für was bitte? Was habe ich gesagt, dass ich für mich was schämen soll? Ich habe nichts Solches gesagt. Amir, sag du mal. Siehst du, du bist ganz nett und ganz höflich, siehst du, es ist egal, wie du es machst. Merkst du das jetzt? Du merkst es gerade an deinem eigenen Leib. Oh, einfach zu krass, ich verstehe das wirklich nicht, man sagt wirklich gar nichts. Das versuche ich dir die ganze Zeit zu verklickern und dann jetzt merkst du es gerade. Egal, du redest sogar gut und guck mal, was die zu dir sagen. Guck mal, die Person sagt, Hüseyin, dass du mit jemandem live gehst,
der hat deine Religion beleidigt und Hass verbreitet. Ja, ey, guck mal, wenn jemand wie Amir hier drin ist und du gerade du als Person hier reinkommst und ihm zuhörst, wer von uns ist jetzt der Schlimmere? Ich oder du? Was ist das Schöne? Also darf der Hussein dich ja auch deswegen anmachen. Was bist du denn Ja. hier bei einem Islamkritiker, der den Islam Ja. widerlegt? Ja, und du bist hier und du hörst es mit deinen Ohren. Und ich rede mit meiner Zunge. So. Ja. Was ist das für eine Heuchelei? Leute, ihr versteht das einfach nicht. Ihr müsst mal wirklich mal die Ohren aufmachen. Meine muslimischen Brüder, ich bin selber Muslime, ich bin Alevite. Kommt rein, unterhaltet euch friedlich, hört auf mit diesen Hassschiraden. Der Typ, der hat nun mal seine eigenen Ansichten. Aber wenn ihr keine Lust habt, dann geht raus. Ganz raus, komplett. Fertig. Guck mal, guck mal, die Leute fragen sich jetzt, wie kann man den Amir, fragen sich doch die Sunniten, wie kann man den Amir runtermachen, fertig machen. Ja, ganz einfach. Einfach nicht online gehen, nicht darauf antworten und komplett weggehen. Dann hat der Amir mit keinem mehr zu unterhalten. Oder nicht, Das spielt Amir? keine Rolle. Ich rede einfach drauf los. Ob die Leute hier drin sind oder nicht, das interessiert mich gar nicht. Wenn jemand Ja. hochkommen will, mit dem rede ich. Wenn jemand nicht hochkommen will, der Dr. Sheikh Abu Amir und seine Morning Show geht weiter. Ja, Wallah, zu krass einfach. Ja, was soll ich sagen? Die Morning Show, Also. the show must go on. Kennst du doch? The show So. must go Oder ich sag dir ehrlich, also, wenn ich, guck mal hier, guck mal, nur von, guck mal, ein Kopftuchfrau sagt, Alevite und Muslime? Ja, ey, Leute. Ja, siehst du, sie können es nicht akzeptieren. Warum akzeptiert ihr mich nicht? Leute, hört doch auf damit, ja. Ich bin hier, um euch zu verteidigen und ihr bewerft mich mit Steinen. Hüseyin, du musst es sein lassen, Mann. Diese Leute, die verstehen nicht deine Ansichten. Ja. Die können noch nicht mal zwei Sätze richtig zuhören. Merkst du das Ja. nicht? Die sind Unglaublich. unfähig gemacht worden, zuzuhören. Das ist so. Aber Armin, du musst doch mal Deswegen selber habe ich für mich zugeben. entschieden, deswegen habe ich für mich Ja. entschieden, ich bin einfach so, wie ich bin und ob es Ja. denen passt oder nicht. Weil egal, ob ich das so schön den formuliere und so oder direkt bin, ich denke eher, wenn ich direkt bin, wirklich authentisch, als wenn ich so rumheuchle und sage, oh ja, wir haben uns doch alle lieb und komm, lass uns. Ja. Nein, das ist eine Ah. falsche, geheuchelte Liebe ist das. Aus Liebe heraus sage ich dir brutal die Wahrheit, wie sie ist, auch wenn ich dadurch leiden muss. Leute, was soll ich sagen, Amir, guck mal, wie ich dir gesagt habe, ich finde es einfach traurig, diese ganze Sache, das darf nicht so weiter emotional weitergehen, Amir, auch für dich selber, Bruder. Du musst da wirklich mal ein bisschen anders machen, Amir. Nicht, dass ich dich jetzt irgendwie als Person oder so irgendwie verteufeln Egal, will wie es oder ist, so. ich hab dir doch gerade eben, du hast es doch gerade eben mit deinen Ich eigenen Augen hab's, gesehen, möchtest du auch nicht begreifen. hab ich. Aber guck mal, Amir, was bringt Also. mir das, wenn ich jetzt diese Person jetzt auf diese Art und Weise runtermache? Geht doch auch nicht, oder Bruder? Ich meine, wir Ja, werden brauchst du verfolgt. nicht. Ich mache doch nicht Wir das werden Gleiche wie diese beleidigt. Leute. Du siehst ja, dass ich das Gleiche nicht mache wie diese Leute. Die beleidigen mich, ich segne sie. Hast du schon mal ein paar Videos gesehen, wo die Leute mich aufs Übelste beleidigt haben? Gibt's bestimmt, Alter, bestimmt, oder? Ja, da gibt es Ja. natürlich sehr viele. Gibt's hier sehr viele, ja. Gibt's bestimmt viele. Aber, weißt du, Amir, ich versuche auch irgendwo auch meine sunnitischen Brüder zu verstehen, warum die da Das so sind nicht deine emotional Brüder, handeln. Mann. Verstehst du das nicht? Das sind nicht deine Ja. Brüder. Diese Leute Ja. haben nichts mit dir zu tun. Wenn sie die Möglichkeit hätten, dich zu unterdrücken, würden sie es tun. Du bist ein Götzendiener in ihren Augen. Du hast mit dem Islam nichts zu tun. Jeder Ja, das. Alevite, der da draußen ist, Das ihr sagen sie, das werdet sagen nicht sie, von der ja. muslimischen Umma akzeptiert. Die Das einzigen, sagen die sie. euch eventuell akzeptieren und mit denen ihr sympathisiert, sind die Schiiten. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Oh Mann, Alter, das mit dem Sunniten müssen wir. Vielleicht sollten wir den Sunniten so irgendwas geben, damit die so ein bisschen runterkommen, oder? Ja, ich würde denen am liebsten Jesus Christus geben, damit sie alle runterkommen. Aber sie wollen den Herrn ja nicht. Na, Leute, guck mal. Oh Mann, Alter, guck, was sie wieder hier schreiben. Ey. Ei, 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 ei. Das bringt wirklich nichts, ne? Das bringt einfach nichts. Egal, was ich zu denen sage. Leute, ich bin hier nicht. Leute, hey, ich bin nicht hier, um. Ich bin nicht hier, um euch irgendwie runterzumachen. Ich bin hier, um was klarzustellen, korrekt zu machen. Ihr beleidigt mich ja hier, Ja, hallo? die verstehen es einfach nicht. Du versuchst, das Ganze zu entschärfen und das Ja. Ganze irgendwie lockerer rüberzubringen. Es Ja. bringt nichts. Ich habe es dir gesagt, bei denen ist Durchzug. Ein Ohr rein, ein Ohr raus. Einfach traurig, ja. Mann, 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 ey, Leute.
einfach ja, drauf. Ja, ich finde das ja auch traurig, weil ja, das zeigt ja automatisch, das ist ja dann irgendwo so ein bisschen Beweis, dass, dass wir hier auch in Deutschland jetzt auch ne, nicht vorangekommen sind. Das sind ja auch, ist auch heftig, oder nicht? Ich meine, ja. Leute, Alter, ey, wir sind alle aufgeklärt, wir sind in einem freien Land, wir dürfen frei reden, jeder hat das gleiche Recht. In eurem Land, in meinem Land wird Unterdrückung, ihr habt kein Essen, keinen Job in unserem Land. Und ihr seid jetzt hier und unterdrückt mich noch mehr. Also ich wurde da unterdrückt, wurde verfolgt. Und jetzt bin ich hier, unterdrückt mich und verfolgt mich nochmal. Also wo führt das hin? Wo führt das hin? Ja, ne, Leute, wir müssen auch irgendwo die Hand reichen, zum Frieden kommen. Weißt du, was ich meine? Ich meine ja, auch die reichen dir erst ihre Hand, wenn du zum Islam konvertiert bist, wenn du die Schahada aussprichst. Dann reichen die dir deine Hand. Aber... Ja, ich, Bruder, ich kann die Schahada aussprechen, da bin ich trotzdem Alevite. Aber für die zählt das nicht. Siehst du? Also meinst du das nicht er? Also meinst du das nicht echt? Sonst würdest du dann der Sunna von Mohammed folgen. Ne? Sonst, wenn du ja, das aber, machst ich hab, und nicht aber, nach Amir, den Prinzipien lebst. Ich habe meine andere Interpretation als Alevite, weil, guck mal, du siehst ja auch, da ich sage zum Beispiel, für mich gibt es keine Pflichten. Also ein Mensch muss mit freiem, reinem Herzen zur Religion kommen. Ja, und das gilt auch für uns alle so. Weißt du, was ich meine? Man kann keinen zum Religion aufzwingen. Geht ja nicht. Ne? Und, ja. Und alles andere hat der Mensch für sich selbst zu entscheiden, ja? Wie er das macht, wo er betet. Weil Bücher, steht doch alles da, die ganzen Informationen sind da. Da brauchen wir keinen Priester oder irgendjemanden. Ja? Also, es ist wie es ist. Aber Amir, guck mal, Endeffekt, wenn du mal siehst, Bruder, die Leute, die mich jetzt hier verachten, die mich hassen, sind auch voll mit Sünden. Sind auch nicht die Besseren, sind auch nicht die Besten. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Verstehst du? Und dann sagen aber die, dass sie ich denken, so einer bin. Sie wären was Besseres, weil der Koran ihnen das sagt. Ihr seid die beste Gemeinde, die Allah jemals hervorgebracht hat. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche. Mann. Also so Herrenmenschen, ne? Was soll man sagen? Aber... Ja, was soll man sagen? Gar nichts. Ja. Du selber musst für dich eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Das ist deine einzige Möglichkeit, dem Wahnsinn überhaupt zu entfliehen, der bald auf dich auch selber zukommt. Weil du siehst, ja, dass das Bargeld bald verschwindet und der Herr Jesus Christus bald kommt, zur Entrückung anzusetzen. Ja. Amir, ich liebe Jesus Christus von ganzem Herzen. Nein, ich sage dir ganz offen. Aber du musst auch bestehen, ich selber bin in meiner Religion hineingeboren. Auch wenn wir verfolgt werden, auch wenn wir gehasst werden. Genau, guck mal, genau wie Jesus war das doch genauso. Er wurde verfolgt, er wurde gehasst, aber er hat trotzdem mit Liebe gehandelt, Bruder. Und er hat dadurch auch viele Anhänger gewonnen. Und bei mir ist das genauso, Bruder. Ich bin Alevite, ich werde verfolgt von meinen eigenen Leuten, wird beleidigt, wird als sonst was hingestellt. Dann werde ich halt so weitermachen, weißt du, was ich meine? Ohne mich ja irgendwie davon zu laufen. Weil ich weiß, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist, es gibt nur einen Gott. Jesus ist unser Prophet, Mohammed ist unser Prophet, Abraham ist unser, sind alles unsere Propheten, sind alles 10 Gebote. Es reicht uns doch die 10 Gebote, Amir. Ja, du kannst ja noch nicht mal einhalten zu lügen. Kannst du einhalten zu lügen, du sollst nicht lügen? Nee, das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Siehst du, das merkst du nicht, was du da machst. Merkst du das nicht, Mann? Aber Lügen tust du doch, musst du ja auch haben, ja, irgendwie. Weil du Schwierigkeiten hast. Sag ich doch, du sagst, ja, aber du sagst, wir sollen die 10 Gebote halten. Und ich sage zu dir, keiner von uns geschafft ist, die 10 Gebote ja, zu halten. Ja. Ach so, das meinst du. Ja, das stimmt. Die 10 Gebote sind schon wirklich. Deswegen kam ja der Jesus Christus, um uns frei zu machen von all dem. Weil er weiß, dass wir nicht perfekt sind. Er weiß, dass wir jedes Mal, jeden Tag fallen. Wie mein Bruder ja auch gesagt hat, es ist statistisch bewiesen, dass der Mensch über hunderte von Malen am Tag am Lügen ist. Ja. Also ich hab gestern wieder mal so ein bisschen hier und da mal reingeschaut. Und also zwischen Schiiten und Sunniten herrscht wirklich bitterer Kampf. Sehr viele übelste Beleidigungen. Da habe ich mir gedacht, ey Mann, Alter, das hört sich gar nicht mehr, das ist ja gar nicht mehr normal. Ne? Also Christen streiten sich, Sunniten streiten sich, Schiiten streiten sich, Juden streiten sich. Wir sind ja überhaupt alle gegeneinander. Amir, ja, wo führt das hin? Zu Mord und Totschlag. Ja,
Grenze vor Totschlag. Holla ist so. Leider Gottes. Leider Gottes. Zu Wort und Totschlag. So ist das, mein Lieber. Deswegen sage ich dir, rette deine Seele, bevor du in den Tod gehst, ohne den Retter. Weil dann musst du für all deine Schuld bezahlen. Du kommst dann nicht mehr raus, ich sehe. Ja. Viele sagen, aber hey Leute, guck mal. Ich, wie gesagt, ich liebe Jesus genauso, wie ihn auch liebt. Leute, da ist wirklich kein Gramm weniger. Ne? Also, wir müssen nicht dass ihr was Falsches von mir denkt. Ich sage, wir müssen einen anderen Weg finden. Weil der Army hat das schon jahrelang so gemacht. Wir müssen einen anderen Weg finden, wo wir zueinander finden und nicht gegeneinander. Ich meine, es gibt so viele Gegenargumente, aber wenig füreinander, Bremen. Hussein, was würdest du mir sagen, wenn ich sage, ich liebe Mohammed? Dann würdest du nicht so sagen, ja, welchen Mohammed liebst du denn? Dann sage ich ja, ich liebe diesen Mohammed, der zwei Köpfe hatte und drei Arme. Und dann sagst du, würdest du dann nicht sagen, hey, du glaubst doch an einen ganz anderen Mohammed, als an den wir glauben. Also liebst du gar nicht Mohammed? Okay. Verstehst du? Du würdest mich doch aufhalten und sagen, Armin, du glaubst doch gar nicht an Mohammed und du liebst ihn doch gar nicht, weil du nicht an den echten Mohammed glaubst, an den wir glauben. Oder? Also, oder ich persönlich, ich liebe meinen Propheten Mohammed genauso wie Jesus auch. Ja, und deswegen sage ich dir, dass der Jesus mehr ist als ein Prophet in der Bibel. Ach so, ja, weil ihr ja sagt, die Dreifaltigkeiten, dass Jesus in euren Augen auch irgendwo Göttlichkeit hat, ne? Nicht nur Göttlichkeit, er ist Gott selber im Fleisch. Boah. Aber warum sollte sich Gott so bestrafen lassen und dann sich am Kreuz nageln, Amir? Ja, das ist ganz einfach, weil die Strafe, die du verdient hättest, hat dein liebender Vater sozusagen auf sich genommen. Er selber hat die Form eines Menschen angenommen und kam als ein perfektes Menschen hier auf diese Erde und hat für dich bezahlt. Wärst du bereit, für deine Kinder zu sterben, wenn es nur eine Möglichkeit gibt, sie aus den Fängen von irgendwelchen Mafiabanden zu befreien, aber du musst dein Leben lassen? Ja klar, würde ich das machen. Jetzt verstehst du gut. Guck mal Leute, ihr schreibt mir hier Sachen, auch unter euch, auch christlich oder sunnitisch. Leute, ich bin hier. Ich stelle einfache Fragen, auch manchmal Fragen, die, wo ihr sagt, das weiß doch jeder. Leute, das sind wichtige Fragen, das sind vielleicht auch Emotionen Fragen, das sind auch Fragen, die auch menschlich sind. Verstehst du, was ich meine? Guck mal, Amir hat nur Leute hier drin gehabt, die mit Suchen und anderen Sachen gekommen sind, Digga. Das ist immer ausgeartet. Das muss ja auch nicht sein. Ne? Man muss ja auch mal anders reden können. Man muss ja auch vielleicht muss man ja mit dem auch mal anders reden. Ja, vielleicht kann man da ja was machen. Vielleicht kriegt der Armee ja auch irgendwann mal im Kopf rein und sagt, ja okay, mit den Muslimen kann man nicht so reden. Also müssen wir es mal ein bisschen anders machen. Bist du ruhiger? Ich muss nur mit meinem Bruder so reden, mit Abu Hetzerei. Lass mich raus von deiner ganzen Hetzerei. Also. Hetz, was du willst, aber nicht auf unsere Kosten. Nee, keiner hetzt hier. Nee. Keiner hetzt hier. Hetzerei zählt bei uns nicht. Ja. Geht nicht. Ja, wir sind die Hell Street Boys. Mein Bruder und ich, wir sind die Hell Street Boys. Willst du auch in unsere Band rein? Die Hell Street Boys, willst du auch mitmachen? Nee, Bruder, das schaffe ich nicht. Das würde ich auch psychisch nicht schaffen. So weit zu gehen. Du wärst ein sehr, sehr gutes Mitglied in den Hell Street Boys, bei den Hell Street Boys. Also Leute, guck mal, die Leute schreiben, ich kenne mich nur mit dem Koran aus. Leute, ich kenne mich mit dem Koran überhaupt nicht aus. Ja, leider Gottes. Also ich wünschte, ich könnte ein bisschen mehr aus mir machen, religiöser machen, mehr zu Gott zu finden, in dem Sinne mehr Wissen. Aber ich denke, viele Menschen, auch sei es Christ oder Sunnite, haben das gleiche Problem wie ich auch. Weil wir leben halt nun mal in einer sündhaften Welt mit vielen Sachen, die uns leiten, was anderes zu machen, ja. Und deswegen, der Amir sagt ja ein paar Sachen schon, Leute, lasst die Sachen weg und fangt an zu beten und auch im inneren Geiste, ja, da hat er recht. Aber was ich zu Amir halt sage, Amir, sei nicht so streng zu den Leuten, ja, hab ein bisschen Nachsicht, das sage ich nur. Ja. Habt doch Gnade an mir, habt Gnade an mir.
So, Lamia. Warum machst du alles das? Alles hat seinen Preis. Alles hat seinen Preis. Wenn die Leute ihre Hedge-Steuern vernünftig bezahlen, dann bitte sich auch mal zurücknehmen. Aber ohne Preis nichts heiß. Einfach so. Was würdest du von mir halten, wenn ich zu den Leuten sagen würde, ey, ihr Christen und ihr Muslime und ihr Andersgläubigen, wenn ihr mit mir reden wollt, dann müsst ihr mir erstmal Almosen bezahlen. Was würdest du von mir denken? Ich würde sagen, der will Urlaub machen oder sowas. Würdest du nicht sagen, ey, das ist ein Betrüger, Mann? Ja, auf jeden Fall. Siehst du, der Mohammed, sagt Gott, hat dem Mohammed gesagt, wenn ihr mit dem Propheten reden wollt, dann müsst ihr ihm erstmal Almosen geben. Dann könnt ihr mit ihm reden. Also er hat erstmal Geld kassiert und dann konnten die Leute mit ihm reden. Und jetzt sag du mir, was du von so einem Menschen hältst. Bruder, guck mal, das ist eine göttliche Sache, Amir. Amir, guck mal. Ich bin ein Prophet. Wenn ihr hier bei TikTok live reinkommt, ich will erstmal 30 Löwen haben. Damit ich euch rannehme. Ja, aber Amir, guck mal, du weißt das. Dann würdest du zu denen sagen, Leute, seid ihr verrückt? Ihr müsst Geld geben, damit ihr mit euch redet. Was ist das denn bitte? Okay. Ja, aber Amir, das sind Sachen, die das sind so. Guck mal, wenn Gott etwas entschieden hat, Amir, da können wir als Mensch nicht sagen, greife ich ein. Gott hat sich mir offenbart, hallo, meine Community. Gott hat sich mir offenbart, er hat gesagt, Amir, sag zu den Leuten, ich muss das auch so rezitieren. Sag zu den Leuten, Dr. Sheikh Abu Amir empfängt nur 30 Löwen, damit er mit euch reden kann. Ach, Amir. Amir. Also, Amir. Die Leute werden denken, dass sie krank sind, die ich jemals gesehen habe, Mann. Schlimmer als Justin Bieber, die Stimme. Mein Gott. No, das ist das, ey. Ich meine, Leute, ne, ich kenne den Amir ja persönlich seit gestern erst, ne? Und wie ihr seht. Ihr ganze Kuffal, ich will 30 Schnitten am Morgen sehen. Sonst rede ich mit keinem mehr von euch, ey. Oh. Ja, danach kommst du mit goldenen Zähnen hier rein, oder was? mit so einer Panzerkreuzkette. Jeez. Ja, unglaublich, ey. Ja, unglaublich, das denke ich mir auch jedes Mal, ey. Ja, also guck mal, allein schon, dass irgendjemand irgendwas gemacht hat und aus religiösen Gründen ist schon mal gar nicht okay. Sei es Christ, Jude oder sonst was. Das Wichtigste ist die Menschlichkeit. Das ist das A und O. Ne? Die Menschlichkeit? Ja, du siehst ja die Menschlichkeit, zu was sie führen. Diese Menschlichkeit. Ja, wir müssen den Menschen ja auch erklären, aber so geht das doch gar nicht, wenn wir den Leuten jetzt hier auspeitschen mit Sachen und das tut denen dann weh. Ne? Ja, Leute, ihr wisst doch, was ich meine, oder nicht, Reza? Ja, du hast gesagt, dass du zum Beispiel jetzt in eine Familie hineingeboren bist, in eine Glaubensrichtung. Ja. Und das wirst du beibehalten. Nur das geht ja nicht, weil es gibt da tausende verschiedene Menschen, die in destruktive Familienstrukturen hineingeboren sind, zum Beispiel in Mafia. Und die behalten das bei, weil die einfach da drin hineingeboren sind und einfach in diese Tradition der Familientradition der Mafia einfach beibehalten werden und dieses Lifestyle mitmachen. Aber das kann nicht die Wahrheit sein. Nur weil man in etwas hineingeboren ist, kann es nicht die Wahrheit sein. Und du musst noch einmal geboren werden, Herr Jesus Christus, in der Wahrheit. Aber das guck heißt, mal, Reza. Dein Leben absterben. Ja, aber guck mal, Reza, ich versuche doch jetzt hier nicht irgendwie. Ich persönlich selber stehe für mich auf jeden Fall gerade, was ich bin, was ich denke und was ich fühle und wie ich mit dem Gott in Verbindung bin. Ich hauptsächlich sage, diese Art von Unterhaltung oder Konversation, die führt zu nichts. Die führt einfach zu nichts. Nein, der Amir hat schon zigtausende Muslime rausgeholt aus dem Islam. Das sind fast schon Zehntausende. Das weiß ich nicht. Du kannst mir das jetzt sagen, aber wir können es nicht hundertprozentig sagen, dass es auch wirklich der Wahrheit entspricht. Weil guck mal, ich selber sage, man kann nicht mit so Aussagen
mit Beleidigungen, mit so und das und dies. Weil guck mal, in den arabischen Zeiten, Reza, nur ganz kurz, in den arabischen Zeiten damals, du weißt doch, wie die Araber damals gelebt haben, ganz früher. Es war ein bisschen anders, sie waren ein bisschen wilder unterwegs. Natürlich musste unser Prophet, der Friede und Segen sei mit ihm, da musste der halt mit seinen Kultur, mit seinen Lebensweise, musste er diese Religion, unsere Religion, halt voranbringen. Verstehst du das? Das muss, nein. Also zum Beispiel der Herr Jesus hat ja zum Beispiel seit der faschistischen Römer gelebt. Die waren blutrünstig. Ja, aber guck mal, was sie mit dem gemacht haben. Guck mal, was sie mit dem gemacht haben am Ende, oder? Ja, aber es geht um die Wahrheit. Er hat gesagt, zu solchen blutrünstigen Zeiten, in solchen blutrünstigen Zeiten hat der Herr Jesus eine Ausnahme gebildet und eben gesagt, wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, halt dir auch die rechte hin, beziehungsweise wenn dich jemand verfolgt, segne ihn, tu Gutes denen, die dich hassen, liebe deinen Feind. Und zwar in einer Zeit, wo es genauso wild zuging, wo jeder, zum Beispiel die ganze Obrigkeit, blutrünstiger nicht sein, Kaiser Nero, der einfach aus Lust und Laune Leute gekillt hat. Ja, den Nero kenne ich auch, ja. Den Nero kenne ich auch. Zur Belustigung, Retter. Zur Belustigung hat er die Leute zum Lösenstraße gegeben, ne? Ja, in den Kolosseum war das. Ja, in den Manegen hat er die Christen sozusagen den Fraß vorgeworfen, den Löwen, damit die Leute halt so sich amüsieren. Ne? Und genau zu so einer Zeit kam der Jesus und brachte das absolute die absolute Friedensbotschaft. Also das, was du sagst, dass der Mohammed in einer wilden Zeit gelebt hat und deswegen auch wild sein müsste, das ist nicht wahr. Genau. Der Mann Gottes muss immer eine Ausnahme sein von der Regel. Der darf eben nicht die gesellschaftlichen, die moralischen Werte einer maroden Gesellschaft mitmachen. Ja. Das ist falsch. Gottes Wort bleibt ewig. Gestern, heute und in Ewigkeit. Ja. Das ist, wenn einer anfängt, auf einmal böse Dinge zu tun, nur weil das in der Zeit auch zum Beispiel erlaubt war, Leute zu überfallen und Frauen zu vergewaltigen, da kannst du nicht sagen, ja, das war so eine Zeit, also musste er auch mitmachen. Nein. Gerade dann musste er gerade stehen und sagen, kehrt um zu Gott, hört auf mit diesen Sünden. Und er muss sich reinhalten von solchen Sünden. Aber was du sagst, ja, alle haben gesündigt, also hat er auch mitgemacht. Nein, das geht so nicht. Und das ist genau jetzt, was du sagst, ist genau islamisch. Aber entgegen der Bibel. Ja. Hallo. Reza, erstmal danke für deine Aussage. Ne? Ja. Die Sache ist, was ich mir auch so denke, wenn Jesus Christus jetzt runterkommen würde, hier auf diese Erde, ja, und er würde einfach das alles sehen, ja, was hier alles so. Der würde das hier alles sehen. Er würde das bestimmt nicht gutheißen, dass Christen und Muslime so einander streiten oder Juden auch. Unsere jüdischen Brüder, dass man sich gegenseitig bombardiert, streitet und verachtende Sachen sagt, Gott beleidigt und sowas bleibt, deren Götter beleidigt. Sowas würde Jesus nicht gutheißen, oder nicht, Brüder? Seid doch ehrlich. Natürlich sollen wir die Menschen nicht verletzen, etc. Aber wenn es um die Wahrheit geht, ist der Gott der Bibel knallhart. Der sagt, wenn du einen anderen Gott anbetest, dass du Hurerei betreibst. Dass du dir fremd gehst, sagt er. Okay. Dass du Hurerei betreibst. Du hurst rum mit einem fremden Gott. Uiuiui. In Jesaja Kapitel 54, Vers 5 sagt Gott, ich bin dein Ehemann, o Volk Israel. Das Volk Israel wird wie eine Frau dargestellt, wo der Herr Jesus als Bräutigam dargestellt wird, in einer Liebesbeziehung. Und wenn Israel zum Beispiel mit einem anderen Gott rumgehurt hat, da kam es zu Ehebruch. Und dann sagte Gott Israels, du hast Ehebruch begangen. Du hast mit einem anderen Gott rumgehurt. Du hast deine Treue zu mir nicht gehalten. Oh. Du untreues Weib. Aber guck mal, was ist denn mit... Oder Reza, das ist jetzt wieder eine harte Aussage, weil du sagst, dass Gott von Israel ist nicht der Gott, den du jetzt den du anbetest, oder? Doch, das ist derselbe, natürlich. Okay. Es gibt ja nur einen Gott, das ist der Gott Israels. Genau. Der hat einen Bund geschlossen durch Mose mit dem Volk Israel und er hat einen Bund geschlossen mit den Christen. Okay. Das ist die Brautgemeinde Christi unter den Heidenvölkern. Aber guck mal, überall haben sie ihre Propheten,
Aber ausgerechnet bei den Leuten, die aus dem orientalischen Bereich, die dürfen keinen haben, oder was? Was meinst du, die dürfen keinen? Ja, guck mal. Jesus ist ja in dem Bereich Israel. Ja? Die Propheten sind ja hier und da geboren. Und Mohammed ist in Medina geboren. Meint das Prophetentum für die Araber oder sowas. Genau, genau. Der Herr Jesus sagt in Markus 17, verkündet meine Botschaft von dem Reich Gottes, was ich getan habe am Kreuz für die gesamte Menschheit, um die Sünden der Menschheit auf mich zu nehmen, in die errettende Botschaft in aller Welt. Ja. Das heißt, das ist vorbei. Und dann kam es Mohammed und hat wieder alles in Frage gestellt. Ja, was heißt in Frage gestellt? Der hat ja nichts in Frage. Der hat ja sogar bestätigt, dass er redet ja auch über Marias schöne Sachen, über Jesus schöne Sachen. Ja, aber es reicht nicht, wenn ich zu dir sage, das ist ein netter Mann, aber er ist homosexuell, der Hüseyin. Homosexuell? Nee, hör mal auf damit. Doch, warum denn nicht? Ich habe doch was Nettes gesagt. Ich habe gesagt, der Hüseyin ist ein netter Mann, aber er ist eine Schwuchtel. Ja. Nee, das ist einfach ein bisschen netter, aber nee, ein bisschen nett, ein bisschen so hin und her. Was wirst du sagen? Wirst du es akzeptieren? Nee. Siehst du, dann wird der Herr Jesus das auch nicht akzeptieren. Wenn du sagst, der hat was bisschen Nettes gesagt, der andere hat auch was bisschen Nettes gesagt. Nee. Du darfst, wir können nicht lügen. Guck mal, du musst ja auch so vorstellen, die Propheten hatten ja auch alle Feinde gehabt, ja? Das war ja nicht so, guck mal, Judas hat zum Beispiel Sünde begangen. Auch bei dem Prophet Mohammed war auch so, dass der auch Feinde gehabt hat, wo die auch falsche Sachen über den erzählt haben. Das kann doch auch alles möglich sein, Bruderherz. Vielleicht ist das, was wir gelesen haben oder was du gelesen hast, was wir hören, vielleicht nicht ganz dementsprechend an manchen Hadithen. Ich rede jetzt von ein paar Hadithe oder so. Also so 100% können wir das doch gar nicht wissen. Und wieso sollten wir uns denn mit Gott anlegen? Wieso sollten wir Prophetinnen beleidigen, wo wir selber nicht 100% sicher sind? Also für dich persönlich selber jetzt. Also ich rede jetzt, weil du ja sagst, Mohammed ist kein Prophet und Allah ist so. Weißt du, du bringst dich doch damit selber in Gefahr, schlussendlich. Damit machst du dich doch selber im Herzen krank. Muss doch nicht sein. Nein, eben ja nicht. Wenn wir in der Wahrheit stehen, müssen wir alles andere an der Hand der Wahrheit prüfen und die Wahrheit verteidigen gegenüber der Lüge und gegenüber der Finsternis. Ja, aber wenn du verteidigst... Und wenn man dabei Gefahr läuft, sein Leben zu verlieren oder sein Leben... Das gehört dazu. Das gehört nun mal dazu. Alle Männer Gottes sind fast als Märtyrer gestorben. Ja. Das ist so. Das ist der Preis, den du bezahlen musst, wenn du für die Wahrheit einstehst. Wenn du in Mexiko oder Kolumbien gegen die mexikanische oder kolumbianische Mafia arbeitest, in der Polizei, die wissen, dass das gefährlich ist, Todesgefahr, aber die halten trotzdem Stand, um das Böse zurückzuhalten. Guck mal, wir leben ja in Europa. Reza, danke erstmal nochmal für die Aussage. Wir leben in einer europäischen Welt. Und das ist eine christliche Welt, in der wir leben. Aber er ist nicht ganz christlich. Das heißt, was ist denn da falsch gelaufen? Ich meine, warum sind die Christen hier nicht so gläubig wie die Muslime in ihren Ländern zum Beispiel? Also woran liegt das? Liegt das an der Freiheit? Liegt das an der Demokratie? Liegt das an der Politik? Oder wieso ist die christliche Welt nicht so stark oder im Glauben, zum Beispiel wie in islamischen Ländern zum Beispiel? Warum ist das so? Also eigentlich muss man das anders Ja, das hat der Apostel Paulus ja vorausgesagt vor 2000 Jahren in 1. Timotheus Kapitel 4 ab Vers 1 sagt der Apostel Paulus, dass in späteren Zeiten, am Ende der Zeiten oder in späteren Zeiten, fast alle vom Glauben abfallen werden. Oha. Und betrügerischen Geistern und Lehren der Dämonen folgen werden. Leider ist es, das ist die Natur des Menschen, so ist er. Ja. Und Gott aber bewahrt die Seinen. Gott bewahrt die Seinen. Es geht natürlich verloren. Ist normal, das ist traurig, aber ist so. Ja. Also, der Teufel hat hier in den europäischen Ländern, der Teufel hat hier in den europäischen Ländern eine hohe Lebensstandard geschaffen für die Menschen,
damit sie verführt werden. Und du siehst ja, dass der Mensch, wenn es ihm gut geht, dann hat er mit dem Gott nichts zu tun. Das siehst du an den europäischen Ländern. Die leben jetzt aus dem Raus und deswegen sind die alle Atheisten. Ja. Und genau aber das wenn es denn schlecht geht, dann suchen die wieder nach Gott. Dann suchen die wieder nach Hilfe. Dann schreien die wieder nach ihm. Und deswegen erlaubt der Herr dieses Leid. Aber woran liegt das? Liegt das an der... Also du sagst ja, der Glaube, der Christentum ist der letzte Glaube und was alles danach kommt, ist in eurer Ansicht eine Lüge. Dann fragt man sich ja natürlich, guck mal, die Kirchen stehen leer, bei uns stehen sie leer. Ja. Da fragt man sich, wo ist da was falsch gelaufen? Ich meine, wir haben die Bibel da, wir haben das, wir haben dies. Ja. Warum ist die Generation so müde geworden? Warum ist die Generation von dieser Sache so abgeschweift? Liegt das an den Drogen, an den Alkohol, an den Porno? Ja, was liegt das? Klar, der Satan, du zählst das schon auf, der Satan hat durch so eine Gesellschaft einerseits immensen Wohlstand, andererseits eben Ablenkung durch eine Spaßgesellschaft, Drogen, Alkohol etc. hält er die Menschen hier bei der Stange und lenkt sie ab. Ja. Ja. Durch Sünde vom Herrn Jesus Christus. Und deswegen Leute, sind wir alle abgefallen. Leute, guck mal, was der Resa gesagt hat. Da stehe ich ganz fest hinter denen. Wir sind nun mal in einer Zeit, wo Pornos, Alkohol, Drogen freigänglich sind. Und das verführt uns, auch Fernsehen verführt uns. Und das ist die Traurigkeit hier in den christlichen, europäischen Gemeinschaft. Guck mal, normalerweise Resan würde ich dann sagen, Resan, weißt du, da könntest du und der Amir eigentlich mehr für die Christen tun, anstatt mehr so gegen gegen den Islam jetzt so zu hetzen. Oder beziehungsweise, ich will jetzt nicht hetzen, aber so debattieren. Ja, aber wir machen alles. Der Amir hat zum Beispiel sich spezialisiert jetzt auf dem Thema Islam, weil er auch ein Ex-Muslim ist. Ich mache zum Beispiel nicht das Thema Islam. Ich mache zum Beispiel die Machenschaften des Teufels offenlegen. Ja. Die mir. Ach so, mit Satanzeichen in Hollywood und sowas. Ich glaube, das warst du, glaube ich. Das hat der Herr mir aufs Herz gelegt. Guck mal, das. Jeder hat seine Aufgabe. Amir, der Resa, ich habe das auch auf YouTube geguckt. Ich wusste nicht, dass das der Resa war. Da geht es um diese Satanzeichen, was sie in Hollywood machen. Ja, ist das er ist jetzt, der Beste. Ist das? Mein Bruder ist der Beste in Sachen so Illuminati umwickeln und. Unglaublich. Ja, aber ist das jetzt dieser Zeichen? Resa, Amir, ist dieser Zeichen, ihr wisst, dieser Teufelszeichen, was man da macht, die ganze Zeit. Ist das jetzt wirklich Satan-Zeichen? Das sind Satanisten. Naja, die mit diesen geheimen Gesten sich gegenseitig Zeichen geben in der Öffentlichkeit, ohne erkannt zu werden. Unglaublich. Damit der Logenbrüder und Schwestern ihn erkennen. Und wissen, dass er auch in der satanischen Sekte ist. Dass aber das sind ja alle Schauspieler, die wir kennen. Zum Beispiel Bruce Willis, Will Smith. Alle sind drin. Alle sind drin. Ohne, dass du deine Seele verkaufst, den Teufel, bekommst du nicht solche hohen Stellen in der Gesellschaft. Unmöglich, weil die Gesellschaft eben in der Hand des Satans und Satanisten sind. Er ist. Ja. Und die entscheiden, wer nach oben kommt. Die entscheiden, ob ein Farid Bank Erfolg haben soll oder nicht. Ja. Ah. Und wenn er wenn ein, zum Beispiel, jetzt, ich nehme mal beispielsweise ein Farid Bank, wenn er bereit ist, seine Seele zu verkaufen, dem Satan, und dem Satan zu dienen und Menschen in die Hölle zu locken, dann wird er Erfolg bekommen vom Satan. Das ist wie ein Vertrag. Und wir Leute sind wirklich so bereit, das gehört. Mann, einfach. Wir sind bereit, so viele Menschen wie möglich in die Hölle zu locken. Hauptsache, die bekommen hier auf der Erde alles, was sie sich wünschen. Und die wissen, so vergängliche Zeit. Wahrscheinlich glauben die einfach auch wirklich, dass wenn die sterben, passiert nichts mehr danach am nächsten Leben. Nein, die wissen, was kommt. Aber das ist denen egal, solange die dieses eine Leben hier auf das höchste leben können, auf die höchsten, also in dem höchsten Standard leben können. Frauen, so viel wie die wollen, Drogen, Alkohol, Eskapaden, die besten Hotels, die schönsten Autos, Ruhm, dass da, wenn du irgendwo hingehst, alle Leute mit dir, was weiß ich, Fotos machen wollen, dich lieben. Ja. Das kriegt ja nicht einfach so jeder Mensch. Reza, Entschuldigung, Amir, wenn ich dich da jetzt, wenn du da nur zuhörst. Aber Reza, Amerika ist ja bekannt dafür, dass sie sehr christlich sind, oder?
Nein, nein, oberflächlich. Amerika ist kein christliches Land. Es gibt kein christliches Land. Der Herr Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und er sagt, meine Herde ist eine kleine Herde. Es geht hier nicht um Millionen und Milliarden. Mhm. Die sind alle verloren. Die kleine Herde des Herrn Jesus Christus, was ist eine kleine Herde von Schafen, wenn du eine Herde siehst zum Beispiel? Eine kleine Herde, wie viele Personen sind da drin? Also wie viele Schafe sind in einer kleinen Herde? Ja, sind es 12 oder so? Oder was ein paar hundert vielleicht? Oder 100, komm, nehmen wir 100. Nicht mehr von ein paar Tausende oder riesen Hektars, wo alles voll ist mit Schafen. Nein, kleine Herde ist kleine Herde. Zum Beispiel, ein Beispiel. Der Herr hat doch Noah und 7 seiner Familien gerettet von der gesamten Menschheit. Ja, richtig? Schon Noah. Ach, schon Noah. Warum so wenige? Genau, warum so wenige? Ja. Gab es da nicht ein paar Leute, die noch gerecht waren, außer Noah und seine Familie? Ja, die Geschichte kenne ich auch. Es waren nur 8. Ja. Ja, es waren nur 8 Gerechte, mehr nicht. Ja. Also Quantität zählt für Gott nicht. Es zählt die Qualität. Wenn Gott einen Menschen retten würde aus 8 Milliarden Menschen, so ist das für Gott immer noch in Ordnung. Wenn nur ein Mensch aus 8 Milliarden gerecht ist, dann nur einer und der Rest kommt in die Hölle. Bruder Reza, so guck mal. So heftig ist Gott. Bruder Reza, Adam, der Friede und Segen sei auch mit ihm. Der Herr hat einen Baum hingestellt. Und Adam und Eva sollten davon ja nicht essen, diesen Apfel. Baum der Erkenntnis, genau. Baum der Erkenntnis. Aber er hat ihn gegessen und er wurde ja dann vom Paradies verbannt. Und dann hat Adam gefragt, oh Herr, du wusstest doch bestimmt, dass ich das essen werde. Wieso hast du es dann gemacht? Wieso hast du diesen Apfel mir verleitet? Dann hat der Herr gesagt, ich wusste das, dass du den essen wirst, weil der Mensch einfach dazu geneigt ist, Sünden zu begehen, oder nicht? Das ist die islamische Version. Die christliche Version sagt was anderes. Die biblische Version sagt, dass Gott eben Adam und Eva in Liebe erschaffen hat und ihnen einen freien Willen gegeben hat. Der hat keine Roboter erschaffen, die nur programmiert sind dazu, Gutes zu tun und nicht zu sündigen. Nein, der Mensch muss die Wahl haben. Erst dann, wenn er die Wahl hat, und bewusst sich gegen das Böse und für das Gute entscheidet, erst dann zählt der freie Wille. Und der freie Adam Wille. Und Eva hatten den freien Willen gehabt. Genau, das heißt, sie konnten sich sowohl für Gott als auch gegen ihn entscheiden. Gott akzeptiert diesen freien Willen. Mhm. Und deswegen haben sie sich halt gegen Gott entschieden und für die Schlange, für Satan, haben von diesem Baum der Erkenntnis gegessen und dann haben die erste Sünde begangen und deswegen wurden sie sterblich, weil vorher waren sie ja ewiglich mit Gott. Die waren ja für die Ewigkeit geschaffen. Unsterblich. Ja. Und nachdem die erste Sünde begangen wurde, weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja. Die Trennung von Gott durch eine Sünde, durch eine Übertretung, ist egal. Auch wenn du nur eine Büroklammer von deinem Chef nimmst, ohne ihm das zu sagen, schon bist du ein Dieb für Gott. Der hat es gesehen. Ja. Ab dem Zeitpunkt, wo du gesündigt hast, wo du ein Gesetz von ihm übertreten hast, musst er dich bestrafen, weil wegen Gesetzesübertretung. So wie wenn du jetzt beim Straßenverkehr über die rote Ampel fährst. Sofort, wenn die Polizei dich sieht, fahr die hinterher. Sie haben gerade das Gesetz gebrochen. Drei Monate, also da kommt die Strafe. 3 Monate Führerscheinentzug oder was weiß ich was. Ja? Ja. Also Gesetz und Gesetzesübertretung hat eine Strafe zur Folge. Ja. Und die Strafe für Sünde bei Gott, wenn du ein Gesetz von ihm übertrittst, ist, dass du nicht ewig leben darfst. Du musst sterben. Das hat mein Bruder jetzt mal versucht, den Muslim zu verklickern. Warum überhaupt Adam und Eva aus dem Paradies geschmissen wurden und sterben mussten? Weil sie gesündigt haben. Ja, deswegen. Die sind ja auch im Paradies. Islam sagt Islam sagt, warum muss denn unbedingt einer von euch, Sohn Jesus, kommen und sterben? Warum kann euer Gott nicht einfach so vergeben? Ist er nicht imstande dazu, einfach so zu vergeben? Dann frage ich die, warum hat denn Allah den Adam und Eva nicht vergeben und die im Paradies gelassen? Warum hat er die rausgeschmissen? Wenn Allah doch so einfach so vergibt, auf einmal geht diese Rechnung nicht auf. Denn Allah hat ihn nicht einfach so vergeben. Er hat konsequent sozusagen die Strafe vollzogen. Ja. Nicht Allah ist barmherzig, nein, Allah war nicht barmherzig, hat die rausgeschmissen. Ja. Aber wir müssen da auch, wie gesagt, der Herr ist in seiner Güte
mehr höher als in seiner Strafe, sagt man ja. Ja, also Reza ist, glaube ich, weggegangen, oder? Ja. Nein, der ist noch da. Achso, der ist noch da. Ich finde trotzdem stattdessen, da so viel Böses passiert auf dieser Welt und da wir sowieso gegen diese Welle nicht entgegenkommen, sei es Christ, Jude oder Muslime, denke ich doch, ey Bro, Alter, dann müssen wir doch ein bisschen anders angehen. Ich meine, wir haben doch das Wissen. Jeder hat das Wissen. Nein, oder die Bibel sagt, das spitzt sich zu, das Böse. Der Herr sagt in der Bibel, die Menschheit wird sich in der Bosheit zuspitzen und immer weiter und schlimmer es treiben, bis ich die Menschheit sozusagen hinrichten werde durch die baldigen apokalyptischen Gerichte, die kommen werden. Du musst dich einfach rausholen, du musst sozusagen wieder einsteigen in diese Arche Noah. Du musst rauskommen aus der Welt, in die Arche Noah gehen und dich in Sicherheit bringen. Und die Arche Noah ist eben ein Bild auf den Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus sagte, ich bin die Tür. Ja, die Tür zur Arche Noah. Wer durch mich durchgeht, wird leben. Ja. Und dann nimmt er in Bezug auf die Tür von der Arche Noah. Dass die Leute, die da reingegangen sind, die auf Noah gehört haben, dass es eine Zeit kommen wird, wo Gott die ganze Welt richten wird. Und die Leute haben gelacht. Die Leute haben gelacht. Und dann ist er reingegangen mit seiner Familie. Keiner hat auf ihn gehört. Tür zu. Und dann kam das Gericht über die Menschheit. Ja. Und wir stehen wieder vor dieser Zeit. Ein letztes Mal stehen wir wieder vor der Zeit. Und zwar dieses Mal wirklich das Ende. Das heißt, Gott wird diese Welt und diese Menschheit richtig brutal hinrichten demnächst durch die apokalyptischen Gerichte, die kommen. Ja, weißt du, warum ich auch daran glaube, auch jetzt in islamischer Sicht, dass diese Welt zu Ende gehen wird? Weil die junge Generation, Bruder, die sind dem Alkohol verfallen, dem Porno, dem Drogen, dem Musikmissbrauch, dem Fraß, was wir hier bekommen. Die sind komplett in dieser Sache missbraucht worden. Wer ist denn daran schuld? Wer sind diese Leute, die neue Generation? Ich bin 38 Jahre alt. Wenn ich die neue Generation sehe, die 16, 17, 18, 19-jährigen Kinder da draußen, die sind ja, das tut im Herzen schon weh, wenn man das jetzt sieht. Und das ist ja gerade der Anfang. Wo können wir anfangen? Ne? Das kannst du nicht aufhalten. Die Bibel sagt, dass das noch schlimmer wird und dass der Antichrist kommen wird und dass die Welt noch schlimmer wird als jetzt. Ja. Du kannst es nicht aufhalten, weil der Herr sagt, das wird noch schlimmer werden. Aber du musst dich selber noch rausholen aus diesem Kreislauf. Das Alkohol, die Drogen, die Pornografie. Ja. Das falsche Essen, das dreckige Essen. Das sind die Satanisten. Satan und seine Satanisten. Und wo schütten die das hinein am meisten? In den christlichen Staaten, in der christlichen Welt, in der christlichen Umgebung, in der Europäischen Union und in den islamischen Bereich. Weil der Satan eben das Volk Gottes hasst. Und in den islamischen Bereich ist das nicht so, glaube ich, der Fall, oder? Ja, da wird es mehr versteckt gemacht. Aber zum Beispiel im Iran ist das auch mit Alkohol so verboten, aber unter der Theke wird alles verkauft. Also das ist nur ein Scheinfrömmigkeit, auch in Saudi-Arabien. Aber guck mal, hier wird das aber toleriert, Bruder Herz. Hier wird das doch toleriert. Ja, ob man das versteckt macht. Hier werden die Augen zugemacht. Ja, natürlich. Deswegen kommt die Strafe auch zuerst hier auf die europäischen, beziehungsweise die westlichen Nationen, USA, Europa. Gott wird zuerst seine eigenen Leute sozusagen in die Zange nehmen demnächst. Das heißt, hier Europa, Amerika und so, auch Israel wird dran kommen. Wenn du zum Beispiel Sacharja Kapitel 13, Vers 8 liest, da siehst du, dass Gott sogar zwei Drittel von Israel demnächst dem Tod übergeben wird. Ein Drittel wird überleben und errettet werden. Das heißt, Gott macht keinen Halt auch vor seinem eigenen Volk. Jeder, der sich nicht benimmt, kommt dran. Ob du auserwähltes Volk bist oder nicht. Der Sünder wird gerichtet. Ja? Und auch die christlichen Nationen, die einst das Evangelium bekommen haben, damit sie Licht und Salz sein sollten für die ganze Welt. Was sind die jetzt? Sie sind eine Lachnation für die gesamte Welt. Wenn die nach Europa gucken, dann sagen die, guck mal, ihre 12-, 14-jährigen Kinder haben schon hunderte Dreier gehabt mit 14 Jahren. Mann. So die verachtenswerteste Kultur, Gesellschaft in der ganzen Welt. Unglaublich, ja, und deswegen wird der Herr, weil eben diese Nationen in Europa das Evangelium abgewiesen haben und zu Sünder. Wie Aleviten haben genug zu kämpfen. Warum wehrst du dich
Die Sunniten, für die sind wir keine Muslime. Ja, Bruder, guck mal, du sagst, ein Alevite selber hat zu mir gerade gesagt, wieso verteidigst du die Sunniten? Sie sehen uns nicht als Muslime. Ja, Bruder, wenn ich das nicht tue, wenn wir das nicht tun, Menschen, die sagen, nö, der ist so, der ist so. Wo führt uns das denn hin, Bruder? Wohin? Da frage ich dich, wohin führt uns das? Da führt das doch nur zum Hass, Totschlag, Verachtung. Wir kommen so nicht weiter. Guck mal, ich rede mit Amir und mit Reza über Themen, über Gott, über Christ, über Muslime. Und wir haben nicht ein böses Wort, hat heute Amir irgendwie gesagt. Nicht ein böses Wort. Guckt euch das doch mal bitte mal an. Das ist doch schon mal was Schönes. Und das ist das, was ich versuche zu erklären. Man muss nicht immer debattieren mit Suren. Wir müssen uns nicht damit gegenseitig zuballern. Das ja, ist das, was ich sage. Um deinen Standpunkt zu prüfen, muss natürlich dementsprechend auch dir Wissen aneignen und auch Gegenargumente finden, was sie dann halt glauben. Natürlich, da hast du vollkommen recht, Amir, aber in der Hinsicht wissen wir ja alle, der Mensch für sich selbst muss sich entscheiden, wie er den Weg zu gehen hat. Wenn er das jetzt, guck mal, Amir, die Leute hören uns alle zu, du redest Sachen, die sind schön, Reza redet Sachen, die sind schön, ich rede Sachen, die sind schön, jetzt muss derjenige sich dafür selber entscheiden. Geht er aus der Tür, kauft er sich jetzt eine Wodkaflasche, kauft sich Gras oder überlegt er sich jetzt, ein Buch aufzuschlagen oder in die Kirche zu gehen oder einen Bruder zu finden, der ihm weiterhilft. Das hat er selbst zu entscheiden danach. Und das ist das Schwierigste bei den Menschen heutzutage, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, nein, ich möchte diesen Gelüste nicht mehr. Ich möchte weg vom Porno, weg vom Alkohol, weg vom Drogen, weg von diesem Fraß. Das ist ja, diese Sünde. Die meisten kämpfen ja auch, also die glauben, die kämpfen ja auch gegen diese Begierden auch. Ne? Aber ja. Du siehst ja, dass diese Welt halt sehr verlockend ist. Ja. Ja. Und wenn der Jesus Christus nicht gekommen wäre, dann wäre ja die gesamte Menschheit verloren, weil, wie mein Bruder dir gerade gesagt hat, es braucht ja nur eine Sünde, um aus dem Paradies geschmissen zu werden. Also müssen wir einen Weg finden, wie wir wieder da reinkommen. Und Gott hat einen Weg bereitet durch seinen Sohn Jesus Christus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhält. Amen. Amen, Bruder, Amen. Also, Amen, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, natürlich, Amir. Aber Amir, guck mal. Es gibt nur eine Wahrheit. Amir, wir müssen ja auch, ich selber sag, ich habe Amen gesagt, weil ich dir entgegen, also nicht, weil ich einfach sage, ja, ich komme dir mal entgegen, sondern aus Respekt, aus Liebe und Leidenschaft komme ich zu dir und hier reiche dir die Hand, auch als Muslime. Oder du oder als Alevite oder als Wiede, weil wir so kommen wir doch nur voran. So geht das nur. Anders geht das nicht, Amir. Das weißt du hundertprozentig. Ja, du hast recht. Das ist auch schön, dass du das machst. Nur das hat einen zeitlich begrenzten Friedensvertrag zwischen uns. Das ist so schön. Aber was passiert nach dem Tod? Okay, alles klar, wir sind noch 50 Jahre hier auf der Erde, wir leben hier mit den Aleviten, alle friedlich zusammen, okay, und dann sterben wir alle. Und wohin gehen wir? Ja. Was ist der einzig wahre Weg? Was ist der Weg, der zum Gott führt, zur Errettung? Du kannst nicht einfach in den Tod gehen und sagen, ich lass mich überraschen. Nee, das meine ich ja nicht. Ich meine ja, jeder hat die freie Entscheidung. Was ist die Wahrheit? Ja, die Wahrheit entscheidet der Mensch für sich selber am Ende. Nein, du siehst zum Beispiel bei roter Ampel bleibt der Christ, Moslem, Buddhist, Atheist, alle stehen. Das heißt, es gibt eine allumfassende Wahrheit, ein Gesetz, woran sich alle halten, ob die Bock haben oder nicht. Richtig? Es gibt allumfassende Wahrheiten, wo sich alle Glaubensgemeinschaften der Welt dran halten, weil die wissen, das ist die Wahrheit. Weil wenn ich dieses Gesetz übertrete als Christ, da wird ein Buddhist jetzt sozusagen rüberkommen bei seinem Grün, über grüne Ampel für ihn und ich würde in den reinfahren. Verstehst du, die Wahrheit hat keine Religion. Die Gerechtigkeit und Wahrheit kennt keine Religion. Gott kennt keine Religion. Gott ist Wahrheit und seine Gesetze sind Wahrheit. Aber guck mal, stell dir mal, Bruder, guck mal, ich will dir mal was sagen. Jesus Christus, damals, als er da auf die Welt gekommen ist, der hat gepredigt. Er ist gewandert, er ist gegangen. Und er ist auf die Menschen zugegangen. Ja. Zu Frevler, zu Lügner, er ist zu denen Leuten gegangen und er hat mit denen geredet. Leute haben die vielleicht sogar mit Sachen beschmissen, wo wir nicht wissen, was genau passiert ist.
er ist nicht auf Leute gegangen und hat gesagt, du bist das, du bist dies, du bist das. Doch, das hat er auch gemacht. Wenn es sein muss, hat der Herr das gesagt. Zum Beispiel zu den Verhandlungen. Er hat Verständnis gezeigt, er hat Liebe gezeigt. Auch. Und auch. Genau. Aber er hat auch hart geredet. So gewinnt man doch die Menschen. So gewinnst du doch. Nein, du kannst die Menschen nicht gewinnen durch tolle Reden. Der Mensch bleibt das, was er ist. Der Herr Jesus hat die Wahrheit gepredigt. Ob es dir gefällt oder nicht. Ja, klar. Du entscheidest. Genau, aber die Wahrheit ist auch manchmal knallhart. Der hat zum Beispiel zu den Pharisäern gesagt, ihr Heuchler, ihr werdet in die Hölle kommen. Ja. Also die Wahrheit muss gesagt werden. Leute, wenn du einem Drogenabhängigen sagst, du bist schön, mach einfach weiter, so Hauptsache du bist mit dir in eins und ist nicht schlimm, wir haben alle unsere Sünden und mach weiter, spritz rein. Ja. Das würdest du ihm nicht sagen. Aber guck mal. Das wird dich töten. Lieber Reza, aber unser christliches Volk, weil ich auch wirklich ein toleranter Mensch, unser christliches Volk, ja, ich sag das als Muslime, unser christliches Volk neigt leider dazu, die Religion zu verlassen, also die christliche Religion. Und da sage ich sogar selber als Muslime leider, weil ich sehe dein Gott als auch mein Gott. So, und dein Propheten sehe ich auch als mein Propheten. Ich finde das schade. Warum ist das eigentlich bei den christlichen Leuten mehr so dieser Drang, rauszugehen und Buddhist zu werden oder einfach ungläubig zu werden oder sonst was zu werden? Ich meine, da fällt es den Leuten einfach ganz einfach. Ja, ich würde jetzt kein Christ mehr. Reicht mir. So, weißt du? Das ist, wie gesagt, weil es hier eine riesengroße Wohlstandsgesellschaft entstanden ist in den europäischen Ländern. Und wie ich sagte, wo es den Leuten gut geht, haben die keinen Bezug zu Gott. Das ist so. Da fragen die nicht nach Gott. So ist der Mensch. Ja. Also hier schreibt einer... Und in den islamischen Ländern geht es dir nicht so gut. Guck mal, hier schreibt ein unser vielleicht hat er wenig Ahnung, aber hier gibt es auch wirklich auch kleine Kinder. Der sagt, Hussein ist ein arabischer Name, du bist kein Kurde, du hast dich verraten nach dem Motto. Leute, ich bin Alevite. Ja, und bei uns Aleviten heißt jeder Alevite, heißt irgendwie jeder dritte, vierte Alevite heißt Hussein, Hassan, Ali. Ja, von der Ahlul Bayt kommt das hervor. So, also ich bin da nicht jetzt irgendwie Fake-Leute, der jetzt mit Reza oder mit Amir hier redet, um irgendwas schlecht zu machen. Das können die Leute auch hier bezeugen. So einer bin ich nicht. Definitiv nicht, nein. Aber Amir, ich finde deine Arbeit, deine Videos, finde ich einfach klasse, Alter. Wie du diese Satanisten, Alter, entlarvst, Digga. Aber richtig gut. Machst du richtig gut. Ich wusste nicht, dass du das bist, Alter. Krass. Ja. Achso, meinst du mich oder Amir meinst du? Ja, Reza, ich meine dich, Reza. Ah, okay, ja. Mhm. Also finde ich gut, da bist du in deiner Arbeit wirklich, machst du gute Arbeit, muss ich schon sagen. Ja, ich habe auch vielen Leuten geholfen, zum Herrn zu kommen. Ne? Etliche Menschen haben dadurch zum Herrn gefunden und weiterhin kommen auch Leute immer wieder zum Herrn durch meine Arbeit. Ne? Leider tragen die wenigsten Christen meine Arbeit in die Welt. Es ist halt so. Ja. Aber viele Leute sind halt durch meine Arbeit zum Glauben gekommen, zum Herrn. Guck mal, hier schreibt wieder einer zu mir. Hussein, du hast mit Islam nichts zu tun. Ja, mein Bruder, willst du mich jetzt steinigen? Willst du mich jetzt töten? Was versuchst du damit zu bezwecken, Jani? Auch du. Oder du bist auch bestimmt nicht ganz bestimmt Islam, Alter. Weißt du, keiner von uns ist irgendwo 100%. Ja, wir wollen doch alle gute Menschen sein. Wir wollen doch alle liebevoll sein. Wir wollen doch auch vom Drogen wegkommen, von den Süchten wegkommen, von dem Hass wegkommen, unseren den Menschen verzeihen, den wir eigentlich geliebt haben. Ja, das wollen wir doch alle. Ja, und der Christentum, der Islam und der Judentum sollten das auch bezwecken. Das soll der Nutzen sein von Religion und nicht diese dauernde Streitigkeit mit Parolen, mit Versen, mit Zitaten, das führt wirklich zu nichts. Reza, das weißt du doch auch, oder? Ja, natürlich. Naja, wo führt das denn hin am Ende? Das macht müde. Halbzeit! Zieh ein bisschen rum. Ja. Was sagt er? Die Tochter deines toten Sohnes würdest du heiraten? Hä?
Alle Wiesen sind Türken, Bro. Ach du Scheiße. Wiesen, geh nicht auf alle Kommentare ein. Alles klar, Bro, mach ich, kein Problem. Da hast du recht. Also Leute, ich sehe das ja selber, Bruder. Leute, guck mal, ohne Spaß jetzt. Ich versuche den Amir zu erklären, auch hier den lieben Reza, zu erklären, dass das nicht läuft, dass das nicht geht. Ja, diese ganzen Beleidigungen, diese Hasstiraden, diese ganzen... Guck mal, unser Prophet, S.A.W., ich liebe ihn. Ihr liebt auch Jesus, ich liebe ihn auch. Ja, wir lieben alles. Wir müssen anfangen, miteinander zu kommen. Wir können, das geht nicht, wenn du sagst, ja, du musst dich entscheiden. Leute, es ist für uns alle da, die Religion. Und alle Religionen haben ein Ziel, zusammenzukommen. Ja? Hier. Das ist das Wichtigste. Genau, weiter zur Tür. Frieden zu schließen. Weiter zur Tür. Und nicht gegeneinander. Ja, Bella, danke schön, Bella. Ja, weil guck mal, ich seh die ganze Zeit nur hier, das macht wirklich müde, das macht auch die Menschen krank, ne? Wenn man das jeden Tag sieht, wie sie sich hier streiten, Alter. Mit Zitate, mit das, mit dies. Ich finde das schade. Weiter. Okay. In dieser Sache steckt so viel Potenzial, ja, wirklich sehr viel Potenzial. Guck mal, Ami hat viel Potenzial, die anderen islamischen gelehrten Leute, die reinkommen, haben viel Potenzial. Die könnten uns so viel mehr geben für uns alle. Auch es könnte auch ein jüdischer Bruder mal hier reinkommen. Auch alle zu dritt sitzen und uns belehren. Hier sind 16-jährige, 15-jährige Kinder, die zuhören. Die müssen wir wirklich auch beachten. Die hören zu. Wenn diese Kinder zuhören, wie wir uns gegenseitig beleidigen, wie wir uns gegenseitig fertig machen, wo geht dieses Kind hin? Was soll dieses Kind denken am Ende des Tages? Da müssen wir hindenken, meine Freunde, oder nicht? Seid ihr nicht der Meinung? Ja? Deswegen versuche ich ja auch so zu reden. Ich bin kein belehrter Muslime, leider Gottes. Ich versuche da aber hinzukommen. Und der Herr, der weiß das auch. Und der Herr weiß das auch bei euch, dass ihr auch da in diesen Weg gehen wollt, aber es schwierig ist. Aber dafür hasst er uns nicht, ja? Und das ist der Weg, ja, da hinzukommen. Ja. Ach, Mann. Leute. Also wenn ich jetzt so eine, wie nennt man das hier? Stream hätte, ich glaube, ich hätte nicht so viele Follower gehabt, weil diese Follower, durch diese, ja, wie entsteht das denn, dass diese Menschen den lieben Amir folgen und den lieben Amir auch zuhören, weil der Amir auch ein bisschen, wie nennt man das, ein bisschen Dramatik. Er hat Hexologie studiert. Ja, das musst du auch studieren. Er hat seinen Master gemacht. Das kann nicht jeder. Ja, genau, der studiert. Ich sag ja, es steckt viel Potenzial in uns allen drin und deswegen müssen wir da auch ein bisschen mehr machen, Leute, ja? Das ist das Wichtigste. Ja, wenn du auch Hexologie studierst und deinen Master oder Bachelor machst, dann wirst du auch verloren haben. Du musst halt natürlich was dafür tun, ne? Nee, ich möchte... Gute qualitative Hexer. Ich möchte keine Follower haben. Wir reichen schon, wenn ich... Gute reichen, wenn ich qualitative...